Horst! Horst, du schnarchst wieder. Horst! Ich bin wach. Bin ich noch Ministerpräsident? Nein, wir haben 2025. Ach so. Du Horst? Ja, Angela. Ich hab Durst. Ja, dann klingel halt nach der Pflegerin. Ha, das hab ich versucht, aber ich komme nicht an diese bescheuerte Klingel ran. Ja, deswegen habe ich immer eine Obergrenze gefordert. Immer. Aber hier drin. Hier drin hört mir ja auch keiner zu. Ja. Ich müsste also, um eine Pflegerin rufen zu können, eine Pflegerin rufen. Ja, genau. Und wie mache ich das? Ja, mit der Klingel. Oh. Ist doch wurscht, Angela. Ja. Es kommt doch eh keiner. Eine Pflegerin für 60 Betten. Du, Horst? Ja, Angela. Ich hatte immer Angst vor dem Alter. Und jetzt? Jetzt weiß ich, warum. Ich wäre gern ein Auto. Ja, geht's jetzt los mit deiner Demenz? Nein, dann würde ich wenigstens regelmäßig gewartet. Wir warten doch regelmäßig. Weißt du, wovon... Angela. Hm? Ja? Weißt du, wovon ich träume, Angela? Ja. Von Markus Söder, 7-mal die Nacht. Nein, ich meine, wenn es gut läuft, von Norwegen. Was ist denn in Norwegen? Das ist das reinste Pflegeparadies. Pflegekräfte für alle. Ja, das ist mir seit Jahren ein Rätsel, wie die das machen. Ja, die geben halt einfach mehr Geld dafür aus. Ich sag ja, ein totales Rätsel. Wir hätten die Pflege niemals dem Markt überlassen dürfen. Es gibt halt einfach Lebensbereiche, da darf sich der Staat nicht zurückziehen. Da, Entschuldigung, also... Was sagst du jetzt? Wer war denn der Staat damals, als wir die Pflege finanziert haben? Wer war denn Gesundheitsminister von 92 bis 98? Hm? Ja, geh auf. Du hättest doch meine Fehler, also du hättest doch eine andere Politik machen können, nicht wahr? Aber du wolltest ja ums Verrecken kein Geld ausgeben. Und du wolltest nichts einnehmen. Ich brauche dich nicht zu erinnern an die mangelnde Dichte von Steuerprüfern in Bayern. Ich meine nur, wir hätten es uns leisten können. Ja. Aber es ist ja auch irgendwie gut, dass wir gespart haben. Ne? Ja, wofür? Wofür was? Ja, wofür haben wir gespart? Na, fürs Alter. Ach so. Letztlich war das vielleicht nicht besonders christlich, die ganze Last auf den Schultern der Pflegekräfte zu verteilen. Hä? Na ja. Entsagung, Selbstausbeutung, das alles für Gottes Lohn. Ja, komm, aber die Zustände hier in diesem Heim, das ist doch nicht christlich. Naja, Jesus wurde auch, als er zu Renitent wurde, fixiert. So, Angela. Angela, weißt du, wovon ich träume? Ja, jetzt fängt es jetzt an mit deiner Demenz. Das hast du mir auch gerade gesagt, von Norwegen. Na, von Markus Söder. Oh, ich träume immer, dass er vorbeikommt, um mich zu demütigen. Ach. Deswegen habe ich mir eine Kneifzange besorgt. Was? Was hast du? Wenn er jetzt kommt, der Söder, dann mache ich so. Was? Du hast eine Kneifzange? Du Vollhorst! Was denn? Ja. Was denn? Hat eine Kneifzange und sagt nichts die ganze Zeit. Und ich habe Durst. So, jetzt aber. Das ist doch wurscht, Angela. Da kommt doch eh keiner. Du, Angela, ich glaube, da kommt wer. Was? Wo? Ja, hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, wer sind denn jetzt Sie? Ja. Ich bin Sabrina Ma. Ach, Sie sind die neue Nachtschicht? Ja, sozusagen. Ach, wo ist denn die nette Frau Dekubitus? Ja, Kebekus. Was? Kebekus, Angela. Die ist keine ausgebildete Pflegerin, die ist Komikerin. Was? Wir sind von einer Komikerin gepflegt worden? Zustände sind das in der deutschen Pflege. Deswegen bin ich auch hier, weil die Zustände nicht mehr auszuhalten sind. Ja.
Deswegen bleiben Altenpfleger auch im Schnitt nur 8 Jahre in ihrem Beruf und dann geben sie auf. Aber da brauchen wir Altenpfleger und Altenpflegerinnen. Deswegen veranstalten wir von der Pflege jetzt einen Care-Slam. Ach, Care-Slam. Also ich bin ja als schwäbische Hausfrau durchaus... Mei. Was denn? Care-Woche kenne ich. Ja, das habe ich mir schon... Angela, Care-Slam, das ist ein Tennisturnier. Ach so.